Hallo YouTube, hatte ich nicht gesagt, wir werden wieder zu genau dem gleichen Bildschirm zurückkommen? Ja, hatte ich gesagt. Und zwar sind wir diesmal nicht mehr bei der Nomenklatur 1, sondern mittlerweile schon bei der Nomenklatur mit einer römischen 2 hinter. Und wie ihr an meinen seltsamen Bewegungen hier merkt, rendere ich gerade im Hintergrund das andere Video, weil es schon verdammt spät ist und ich keine Zeit mehr habe, die Videos einzeln rendern zu lassen. Deswegen entschuldigt das bitte. Und diese seltsamen Ausfälle, die ihr nebenbei kriegt, wenn es so schlimm ist, werde ich es abbrechen. Wir waren bei der Benennung von Sachen und haben gerade, oder wir können nochmal drüber gucken, wir haben hier bestimmte Zahlen, das heißt Methyl, Ethyl, Propyl, Butyl, Pentyl, Hexyl, Heptyl, Octyl, Nonyl und so weiter, und wir haben diese Suffixe, das heißt ich hätte auch Methan, Ethan, Propan, Butan, Pentan, Hexan, Heptan, Hektan, Oktan und so weiter sagen können. Das heißt, wir haben die Endung an für die Hauptgruppe, Yl für die Nebengruppe und davor schreiben wir die Anzahl der Kohlenstoffatome hin. Dann müssen wir noch zusätzlich angeben, woran die Kohlenstoffatome geknüpft ist. Das heißt, da machen wir dann eine 7 zum Beispiel dran, wenn das an das siebte Kohlenstoffatom geknüpft ist. Oder eine 3, wenn es an das dritte geknüpft ist. Und dahinter schreiben wir dann dementsprechend einfach die Zahl. Das Wort. Das heißt 7-Ethyl-Tridecan. Wenn mehrere gleiche Gruppen, das heißt nicht 7-7, sondern mehrere gleiche Gruppen, das heißt Methyl und Methyl und Methyl und Methyl, wenn die gleichzeitig an ein Atom gebunden sind, an ein Molekül gebunden sind, dann darf man die zusammenfassen. Das heißt 2-3-Methyl 2-Methyl-3-Methyl darf man zusammenfassen zu 2-3-Methyl. Und hinten natürlich Pentan dran, wo ich aussehen ein AN zu viel hatte. Das heißt 2-3-Methyl-Pentan in diesem Fall. Das heißt, wir sehen, das Ganze ist schon mal relativ kompliziert, aber ich kann euch sagen, es wird leider nochmal ein bisschen komplizierter. Wie ich schon gesagt habe, soll man versuchen, die Zahlen hier klein zu halten. Man muss aber auf noch etwas achten. Stellen wir uns nun einen weiteren Stoff vor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sagen wir einfach mal. Das heißt, das wäre dann Heptan. Das wäre Hept, weil er 7 hat. Und an dieses Heptan mache ich jetzt eine Ethan-Gruppe und eine Methan-Gruppe dran. Das heißt, wir fangen an zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beziehungsweise wir können es sogar noch spannender machen, indem wir das Ganze so machen. Entschuldigung. Das heißt, wir können jetzt entweder sagen, das ganze Ding ist ein 2-Ethyl und ein 7-Ethyl. Methyl. Wie komme ich da drauf? Ziemlich simpel. An das zweite Kohlenstoffatom ist eine doppelte Kette gebunden mit zwei Kohlenstoffen, also 1-Met, 2-Et. Eine 2-Ethyl-Gruppe. Und eine weitere Gruppe an 7 dran. Das ist eine einzelne Gruppe, also eine Methyl-Gruppe. Das Ganze ist an ein dickes, fettes Heptan gebunden. Das heißt 2-Ethyl-7-Methyl-Heptan. Jetzt gibt es aber noch ein Problemchen dabei. Man könnte zum Beispiel sagen, das Ganze ist 2-Methyl, wenn wir von der anderen Seite zählen. Das Ganze ist 2-Methyl und 7-Ethyl. Die Zahlen sind insgesamt in der Summe bei beiden Fällen 9, also welches nehmen wir? Die Antwort ist ziemlich simpel. Wir nehmen einfach das, wo das Ethyl zuerst ist. Und warum das Ethyl zuerst? Weil wir jetzt auch noch auf die Buchstabenreihenfolge achten müssen. Das Ethyl fängt mit einem E an, während das Methyl mit einem M anfängt. Die Gruppen, die wir zusätzlich vorne hinschreiben, egal welches sein mögen, sortieren wir immer nach Buchstaben. Das heißt, in diesem Fall wäre es 2
2-Ethyl-7-Methyl-Heptan. Entschuldigung, ich muss das mal eben aufschreiben und das Aufschreiben dauert manchmal schon relativ lange. Das heißt 2-Ethyl-7-Methyl-Heptan. Wir haben hier die 2, wir haben das Eth vorne und das Met danach. Bei dem, was ich euch schon vorgelesen habe, dem 18-Bromo-12-Butyl-11-Chloro-4-8-Diethyl-8-Hydroxy-15-Meto-Methoxy-Tricosa-6-13-Diene-19-Yne-3-9-Dione, merkt ihr, dass das alles alphabetisch sortiert ist. Und es interessiert uns nicht, ob wir, um das alphabetisch zu sortieren, die Zahlen durcheinander bringen müssen. Wenn es bei beiden Möglichkeiten gleich ist, dann versuchen wir es alphabetisch zu sortieren und die kleinste Zahl nach vorne zu kriegen. Wenn es aber nicht egal ist, und das kann ich ziemlich einfach demonstrieren, indem ich nämlich das mache, was ich schon vorher vorgehabt hatte, und zwar nämlich einfach das hier dranhängen. Das heißt, wir haben hier zwei, oder machen wir es besser so, dann ist es noch eindeutig aussagekräftiger. Das heißt, hier 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt, wir haben... Oh, wir hatten 8. Also sofern hatten wir nie Heptan, sondern immer Oktan. Tut mir leid. Passiert mir auch manchmal. Zählen muss gelernt sein. Und offensichtlich habe ich es nie gelernt. Oktan. 8 Oktan. Entschuldigung. Passiert auch den besten Chemikern manchmal. Das heißt, wir gehen hier weiter. Gehen hier durch. Und wir merken, an der zweiten Stelle ist eine Methylgruppe und an der fünften Stelle ist eine Ethylgruppe. Was schreiben wir zuerst auf? Die Ethylgruppe, weil sie mit E anfängt und nicht mit M. Das heißt, zuerst fangen wir an mit der 5, weil es die Ethylgruppe ist. Die 5-Ethyl. Und die 2-Methyl. Oktangruppe. Das heißt, 5-Ethyl, 2-Methyl-Oktan wäre das Ganze. Das heißt, ihr seht hier ganz klar, die Buchstabenreihenfolge geht vor der Zahlenreihenfolge. Die Zahlenreihenfolge ist eigentlich immer egal, außer es gibt den seltenen Fall, dass beide Möglichkeiten gleichwertig sind. Das heißt, dass es eigentlich egal ist, ob wir 2-Ethyl-7-Methyl nennen oder 7-Ethyl-2-Methyl. Das kann vorkommen. Und dann, und auch nur dann, versuchen wir die kleinen Zahlen nach vorne zu bringen. Sonst ist es immer nach der Buchstabenreihenfolge und die Zahlen interessieren uns im ersten Falle einfach erst einmal nicht. Wir versuchen sie nur insgesamt möglichst klein zu halten. Jetzt kommt es natürlich noch vor, dass wir so ein Ding zum Beispiel haben. Das heißt, hier vorne haben wir 1, 2, 3 oder 1, 2, 3 oder 1, 2, 3. Das heißt, vollkommen egal, welches wir nehmen. Und an der zweiten Stelle haben wir zwei Ketten. Einmal hier ein Methan und einmal hier ein Methan. Das heißt, das wäre dann einfach 2, 2. Und dann haben wir 2 Methane. Das heißt, es ist ein Dimethan. Also eine Dimethylgruppe, um genau zu sein. Das heißt, Dimethyl. Und was hatten wir hier? Ein Propan. Propan. Das heißt, die Regel, die ich hier oben aufgestellt habe, ist damit nicht ganz vollständig. Was hier noch zugehört, was ich im letzten Video leider nicht mehr reinpacken konnte, weil es schon ordentlich lange war, ist noch ein Di. Das ist nämlich zweimal. Wir haben 2 Methyle. Das heißt, nicht nur können wir die Zahlen zusammenschreiben, sondern wenn wir die Zahlen zusammenschreiben, müssen wir natürlich auch noch angeben, dass es mehrere sind. Das heißt, es ist ein Dimethylpentan. Und das hier unten ist ein Dimethylpropan. Warum habe ich jetzt genau das Ding hier genommen? Das Ding hat nämlich noch einen Zweck, als nur zu zeigen, dass man da noch ein zusätzliches Zahlwort hinzufügen muss, und zwar die. Das ist einfach eine lateinische Zahl 2, die griechische Zahl 2, Entschuldigung. Das heißt, man könnte hier auch theoretisch ein Tetra
Methyl. Und dann hier ein Tetradekan haben. Und dann müsste man noch vier Zahlen haben, zum Beispiel 2, 2, 3, 3. Dann hätten wir einen 2-2-3-3 Tetramethyl-Tetradekan. Und ihr seht schon, das Ganze wird ein bisschen verwirrend jetzt auf einmal. Ich male das nochmal ein bisschen an und dann wird es vielleicht ein bisschen klarer. Der hintere Teil, das Tetradekan, oder das Tetradek, heißt einfach nur, dass es 14 lang ist. An, dass es die Hauptgruppe ist, das heißt Tetradekan ist die Hauptgruppe. Und daran sind Tetra, also vier Methylgruppen. Und zwar an den Stellen 2, 2, 3, 3. Das heißt 2 an der Stelle 2 und 2 an der Stelle 3. So, jetzt aber zurück wieder zu dem Ding hier. Warum habe ich das aufgeschrieben? Naja, weil manche könnten jetzt auch sagen, was passiert denn, wenn ich hier 1, 2, 3 nehme? Ist das nicht anders, als wenn ich 1, 2, 3 nehme? Das 1, 2, 3. Die Antwort ist nein. Es ist in jedem Fall 2-Methylpropan, was ich jetzt aufgeschrieben habe, beziehungsweise so 2,2-Dimethylpropan. Und egal in welcher Reihenfolge oder welchen Ast ich nehme, um das Ganze zu nummerieren, weil alle gleich lang sind, habe ich einen gleichen Zustand. Das Ganze sind zwei isomere Moleküle, das heißt, die genau gleich aufgebaut sind. Oder nein, das sind zwei gleiche Moleküle. Nicht isomer, das sind zwei gleiche Moleküle, einfach nur. Aber es kann wirklich auftreten, dass es dann nicht das gleiche ist. Und es gibt da so Fälle, wie zum Beispiel, dass man hier einfach sagen würde, das hier ist 2,2-Dimethyl. Ah, ich schreibe es nochmal eben. Dass das Ganze hier 2,2-Dimethylbutan ist. Das heißt, 2,3, Entschuldigung, warum mache ich den Fehler nochmal? 2,3-Dimethylbutan ist. Das heißt, ein Methyl an 2 und an 3. Zwei Stück Di an 2. Methylgruppen an 2 und 3 und als Hauptgruppe ein Butan. Jetzt kann es aber auch vorkommen, dass das ganze Ding so rum aussieht und erstmal sieht man keinen Unterschied, aber es macht im Endeffekt doch einen Unterschied. Und dann auf einmal spricht man von Cis- und Trans-Isomerie und dann wird es ordentlich schwierig. Dann wird es nicht so, ja, ist Physik und ist Chemie und bla, sondern dann wird es ordentlich schwierig. Ordentlich schwierig. Deswegen macht euch darüber keinen zu großen Gedanken, ob das jetzt cis oder trans ist. Das wird später noch kommen. Cis heißt eigentlich nur, dass die auf der gleichen Seite sind und trans heißt, dass sie auf der anderen Seite sind. Das heißt, das ist cis, das ist trans. Das ist aber eine Sache, die ist relativ selten. Kann man lernen, sollte man vielleicht lernen, wenn man Chemie ernsthaft haben will. Das heißt, cis, gleiche Seite, trans, andere Seite. Aber dazu kommen wir noch später, wenn wir mehr über Isomerien reden. Jetzt will ich noch ein paar Begriffe hierzu tun. Und zwar noch En und In. Und En und In sind die Brüder von An. Denn was das ist nichts anderes, als dass wir anstatt eine Einfachbindung haben. Das heißt, das hier ist eine Hauptgruppe mit einer Bindung. Ein B. Sind das hier Doppelbindige oder Dreifachbindige. Das heißt, man könnte theoretisch den Stoff auch Dinitrin nennen. Das heißt, das wäre dann Nitrin, Dinitrin sozusagen, könnte man theoretisch machen. Ist eigentlich vollkommener Schwachsinn, aber egal. Oder einen anderen Stoff, den man hat, zum Beispiel den hier. Das wäre hier Ethen, beziehungsweise auch mit den Kohlenstoffen drangemalt. Ethen, mit dem En. Das Ganze baut man auch in eine längere Kette ein. Das heißt, das wäre dann hier, das Ding hier wäre ein 2-En-Butan. Im Endeffekt. Und dann wäre an der zweiten Stelle
haben wir keine Einfachbindung, sondern eine En, also eine eine Doppelbindung. Das wäre dann in dem Effekt 2-En-Butan. Beziehungsweise man könnte auch sowas machen wie zum Beispiel eine 2-4-Dien-Butan. Relativ sinnlos, aber sowas aufzustellen, 2-4-Dien-Butan, ist eigentlich, naja. Das heißt, En ist einfach nur eine andere Gruppe, die auch innerhalb des Dings selber vorkommen kann. In genau das gleiche, kann natürlich auch eine hier eine 2-In-4-En-Butan sein. Ist genau die gleiche Bezeichnung, genau die gleiche Methode, die wir schon bei anderen Gruppen verwendet haben, nur dass es eine andere Gruppe ist. Das gleiche passiert bei anderen Gruppen. Zum Beispiel ein zusätzliches Chloratom, was sich irgendwo dran gesetzt hat, an irgendeine lange Kette. Das heißt, wir haben hier zack, 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 eine lange Kette und irgendwo dazwischen ist ein Chloratom, was sich irgendwo dran gesetzt hat. Das heißt, anstatt dass wir das dann In, En, An oder Öl nennen, ist das einfach direkt Chlor. Das heißt, das wäre dann 2, 3 Chlor, Dichlorpropan zum Beispiel oder so ein Schwachsinn. Das war jetzt wäre ganz Schwachsinn. Aber ist es einfach die Stelle wieder angeben und dann einfach Chlor anstatt En, In, An oder Öl. Hier habe ich übrigens einen Fehler gemacht. Das müsste eine 1 sein. Denn das ist ja am ersten Kohlenstoffatom und nicht am zweiten. Das zweite hat ja hier nichts. Entschuldigung. Das heißt 1-En-Butan bzw. 1-In-3-En-Butan. In diesem Falle. 1-In-3-En-Butan. Auch wenn man diesen Stoff nicht wirklich finden wird. Allein wegen diesem Teil hier hinten, weil der schwachsinnig ist. Oder vielleicht auch nicht ganz so schwachsinnig, aber relativ selten, sagen wir es so. Dann gibt es noch weitere Gruppen, nicht nur An, Öl, En, In und Chlor, also irgendwie der richtige Name von irgendeinem Halogen, sondern auch weitere Sachen, wie zum Beispiel ein Ol, ein Al, ein On, ein Säure, ein Ether und ein Amin. Und was diese restlichen Gruppen sind, darüber werden wir uns erst im nächsten Video beschäftigen. Bis dahin, viel Spaß.